Die nächste Geschichte heißt Zeilensprünge und eine kleine Vorbemerkung dazu. Alle Ähnlichkeiten mit derzeit laufenden kulturellen Veranstaltungen in unserer Region oder lebenden Kulturschaffenden wäre rein zufällig. Wochenlang hatten die beiden Autorinnen, ein Autor und ein Moderator, diesen Lesungsabend im Gemeindezentrum vorbereitet. Er sollte Geschichte schreiben, im Dorf und über die Dorfgrenzen hinaus. Und das kam so. Die Druckerei hatte die Werbeplakate und Flyer viel zu spät ausgeliefert. Deshalb kamen zu dieser Lesung nur erstens ein zufällig hereingeschneiter Kegelclub aus der Nachbarschaft, der das Geschehen feuchtfröhlich kommentierte. Zweitens loyale Familienangehörige sowie Freundinnen und Freunde der Literaten, einschließlich von drei quengelnden Babys. Drittens zwei einander feindlich gesonnene, ständig kläffende junge Hunde. Und viertens der pflichtbewusste Dorfvorsteher samt Gattin. Zusätzlich zum allgemeinen Lärm knisterte die Tonanlage so, dass die Literaten ihren zur Einstimmung des Abends bewusst kurz gehaltenen lyrischen und prosaischen Zeilen laut brüllend Gehör verschaffen mussten, was der Gedichtzeile »Wie lang liebe ich dich schon?« eine höchst bedrohliche Note verlieh, hier und dort jedoch auch Lachanfälle auslöste. Da der Moderator der anschließenden Einführung wegen all der Aufregung vergessen hatte, die Lesenden namentlich vorzustellen, riefen deren hilfreiche Bekannte im Saal den anderen Lauschenden die jeweiligen Namen einfach zu. Gehört das zur Performance? Fragte der von der Regionalzeitung zur Berichterstattung abkommandierte Volontär seine Sitznachbarin, denn in jüngster Zeit hatte er sich viel mit dem modernen Regietheater befasst. Die Siegerin des regionalen Nachwuchswettbewerbs Lyrik trat im kleinen Schwarzen ans Mikro und versuchte durch eine in der Rhetorikschulung erworbene Methode die Aufmerksamkeit der Anwesenden zu erregen. Lange schwieg sie und starrte mit hochgezogenen Brauen streng ins Publikum, als müsse sie. Hatte ihre Texte zu Hause vergessen? Tapfer begann die junge Autorin schließlich mit der Lesung ihrer preisgekrönten Kurzgeschichte. Sie handelte, nicht ganz neu, von der heißen virtuellen Liebe zwischen einer Programmiererin und der von ihr programmierten künstlichen Intelligenz in einer Fabrik 4.0, die durch das Durchbrennen diverser Schaltkreise ihr tragisches Ende fand. Nicht nur die Liebe, auch die Fabrik. Ein tragisches Ende nahm jedoch auch ihr Vortrag, denn er wurde so oft durch Zwischenrufe und laute Fragen unterbrochen, dass die junge Dame tränenüberströmt und nachhaltig traumatisiert von der Bühne hastete. Die dichtende Oberstudienrätin aus der Kreisstadt flatterte in ihrem Faltenrock auf die Bühne und bemühte sich, die Situation durch anspruchsvolle, sogenannte zeitnahe Prosatexte unter der Überschrift »Dinge, die mir nachts den Schlaf rauben« zu retten. In ihrem überaus gründlichen und überaus langen Vortrag versäumte sie nicht, auf Parteienkrise, Bildungsmisere, Wohnungsnot, Klimakatastrophe, Flüchtlingsdilemma, Rentenelend, Hartz IV und weltweite Kriegsschauplätze hinzuweisen. Die in Lesungen erfahrene Dame hatte, wie stets bei solchen Gelegenheiten, ihre Pauke mitgebracht
und leitete jedes neue Thema mit einem harten Schlag ein. Niemand schlief also bei diesem Vortrag ein. Allerdings begannen einige ältere Anwesende nun laut zu schluchzen und die drei Babys stimmten solidarisch in ihr Geheul ein. Die beiden jungen Hunde wimmelten zum Erbarmen. Nun schien es an der Zeit, mit ein wenig Heiterkeit aufzuwarten. Für diesen Programmpunkt hatte der Senior unter den Literaten seine gereimten Verse zum Schmunzeln mitgebracht. Nur hatte er seine Lesebrille vergessen, sodass seine gereimten Gedichte ziemlich ungereimt klangen und stark dadaistische Züge annahmen, was dem Publikum jedoch großen Spaß zu machen schien. So großen Spaß, dass einige ältere, sowieso schon recht angeheiterte Damen des Kegelclubs sich veranlasst sahen, mühsam selbst auf die Bühne zu klettern und in gereimten Erinnerungen zu schwelgen, sprich Verse aus ihren Poesiealben zu rezitieren. Darunter die denkwürdigen Zeilen: Scheint dir auch mal das Leben rau, sei still und sage nicht. Die Zeit, die alte Bügelfrau, macht alles wieder schlecht. Oder auch: Wie der Schwan auf blauer Flut, liebe Leute, merkt's euch gut, halte stets die Herzchen rein, wie der Schwan sein Federlein. Und lebe heiter, werde alt, bis die Welt zusammenknallt. Das ermutigte nun auch einen der wenigen Jugendlichen im Saal. Er war ein mitgebrachter Enkel des dichtenden Seniors, auf die Bühne zu springen und die Gunst der Stunde für einen kurzen, spontanen Rap vor Publikum zu nutzen. Und der ging so: Hier im Dorf ist kaum was los, wer hier rappt, wird niemals groß. Keiner fragt, wohin du gehst, keiner fragt, wo du grad stehst. Hab bis jetzt noch nichts erreicht, doch das Weggehen ist nicht leicht. Muss erst wissen, wer ich bin, so viel Frust ist mir drin. Und nun ging es in schnellen, freien Rhythmen weiter. Bin der Zungenbrecher, bin der Besserwisser, bin der Ruhestörer, bin der Einzelgänger, bin der Soziopath, bin der Dorfidiot. Manche wünschten mich schon tot. Stier die Wände an und schaff's nicht raus. Krieg ich endlich mal Applaus? Dichter Senior nahm ihn tröstend in die Arme. Was folgte, war erst zögerlicher, dann frenetischer Beifall. Vereinzelt gingen bei den wenigen Jugendlichen sogar die Daumen hoch. Der Sohn des alten Dichters und Vater des frustrierten Rappers hatte den Abend gefilmt und stellte sein Video auf YouTube. Dort wurde es in kürzester Zeit so oft angeklickt, dass ein regionaler Fernsehsender aufmerksam wurde und Ausschnitte dieser Lesung in sein Satireprogramm aufnahm. Alle Mitwirkenden und auch das Dorf mit seinem Vorsteher wurden zwar nicht reich, aber immerhin doch berühmt und fortan zu vielen, vielen Talkshows eingeladen. Und der Rapper machte beim nächsten Battle in der Kreisstadt mit, zum ersten Mal. Ein Happy End, wie es im Buche steht, allerdings erst in meinem nächsten. Ich würde so gerne eine Schauspielprobe haben. Kann man ja auch. Ja, ja. 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 Ja.
alle. Ich mach mal die Tür auf. Aber das mit dem Tor bestimmt, das habe ich jetzt nicht kapiert.